Muss ich auch nicht entschuldigen. Jetzt komm, mach dir doch weg. Ah, alle tot. Es ist doch vorbei, oder? Bitte, es soll vorbei sein. Ja. Aber weiß ich das? Okay, hier oben ist also anscheinend, wie ich jetzt hier so gesehen habe, nichts. Wir sind jetzt extra... Oh, da unten ist irgendwas. Geld. 1058. Hier, gut aufheben. Danke. Nochmal ein bisschen was. So, jetzt gehen wir mal nach unten, vorsichtig. Mit der Hoffnung, dass auch wirklich alle jetzt hier tot sind, alle Typen. Hoffen wir jetzt einfach mal. Alles mitnehmen, ey. Scheiße, da war ich, hä? War ich doch noch gar nicht. Da ist irgendwas. Ein Lockpick. Sehr schön. Gut. Ja. Mal gucken, wo es hier lang geht, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ah, ist ein Automat, ey. Da muss ich ja natürlich erstmal kurz... Da! Mein Turm! Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Genau. Ah, geile Sache, ey. Das ist cool. Warte mal. Da müssen wir mal kurz gucken. Pistolen haben wir nicht. Schadensboost für unser Maschinenpistole. Zack. Sehr gut. Das wäre natürlich, wenn wir eine Pistole nochmal finden würden. Ach komm, holen wir uns dafür auch noch einmal. So. Und jetzt, ja, gucken wir erstmal. Oh, weg da. Warum, ey, warum schießt das Ding nicht Elisabeth an? Kein Bock oder was? Gehen wir von oben am besten. Und... Ach du Scheiße. Mann, komm jetzt der Affe hier hin, oder was? Nein! Ach, wo spring ich denn hin? Ich weiß nicht, ob er was bringt. So, das war wieder. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Was, diese Risse? Es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Oh, ich habe kaum Patronen. Warum das denn? Aber ich muss mal kurz einmal... das Ding hier unter Beschlag nehmen. So. Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann. Das wird absolut fantastisch. Ach scheiße, wir waren gar nicht in dem Haus. Ne, warte mal, komm, wir gehen nochmal ganz Denkst kurz. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Hier war ich noch gar nicht drin. Aber ich tue mein Bestes. Dieser Betrüger, dieser Scharlatan, dieser Schlangenöl-Schacherer. Was ihr heute erlebt habt, Genossen. Keine Angst. Die Strecke ist frei. Boah, ich wollte gerade schon sagen, ey. Seine Tempel werden brennen und seine Goldgötzen werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen Kolumbias rinnen. Okay, ja, wir wollen aber erstmal kurz... Sieh einer an. ...uns hier ein bisschen... Ah, ein Audio-Picklock-Dingsbums. Zack, Sergeant Leader Manley. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Unter den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie straight, ja? Sir! Die Waffen weg! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Oh,
Na gut, komm, greifen und mal los. Oh, es passiert jetzt irgendwas wieder. Ah, ich kann sogar Schub geben. Okay. Es lädt. Hä? Ah. Okay. Also ganz schnell, um auf einer anderen Skyline zu rutschen. Ich glaube, da muss ich erstmal hier hin, ne? Hall of Heroes Plaza sind wir jetzt. Da ist sie. Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Den kenne ich nicht. Nur noch gern Feinde zu machen. Man sieht gar nicht mehr. Da oben muss ich auf jeden Fall nachher dahin. Nur erstmal hier muss ich mir ein bisschen durch umschauen. Ich kann mir zwar vorstellen, hier ist gleich wieder. Was haben wir da denn? Panzerfaust. Wow. Warte mal. Wir machen es mal. Nein, nicht runterfallen. Wir nehmen das mal weg. Und nehmen die Panzerfaust. Haben wir ein paar mehr Schuss. Können wir auch ein bisschen mal. Okay. Hier ist jetzt erstmal nichts. What the fuck? Booker, Präzisionsgewehr. Ja, willst du mich verarschen? Ich hab Munition! Geile Sache. Wo hat die das denn her? Coole Sache. Mal kurz schauen, wo ist er denn? Gut, hier sehe ich jetzt keinen. Wo ist er denn? Ich bleib einfach mal hier so ein bisschen und guck einfach. Weil, ohne Spaß, ich weiß jetzt gar nicht. Irgendwo da oben. Ja, wo denn? Ah. Das zielt markiert. Bin am Suchen. Hab ich ihn? Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Geil, dieses Scheiße. Und da nichts wie weg. Och, warum habe ich denn jetzt die Panzer? Jetzt kann ich mich gar nicht mehr entscheiden zwischen den einzelnen Dingern, ey. Scheiße, ey. Ach. Na komm, ey. Muss das Sniper halt dran glauben. Okay, warte mal. Umändern. Spürt den. Die Wut. Du Motherfucker, ey. Hä? Ja, warte, ich. Danke dir. Danke. Ich musste ganz kurz einmal hier ein bisschen was gucken. Ja, warte. Warte. Ich muss ja nur noch hier ein bisschen rumballern. Und erstmal mich erstmal verstecken kurz. Puh, scheiße. Oh, Geld. Ja, warte. Krähendinger nochmal machen, genau. Scheiße, mal kurz nachladen. Da sind sie. Ja, dich habe ich auch. Da oben ist einer. Nein. Na gut.
Hat das was gebracht? Und wir haben jetzt keine Munition. Alter, wo wollt ihr denn alle her? Ach komm, weißt du was? Kannst mich mal gerne am Arsch haben. So, tschüss. Puh, das war jetzt mal wieder sehr schön. So, Leben ist aufgeladen. Kurz mal hier umschauen, weil wie gesagt, ich habe jetzt, da habe ich nur noch 2 Patronen. Dafür habe ich jetzt ein paar mehr Patronen, aber jetzt auch nicht irgendwie gerade viel. Ich glaube, ich muss mal mich erstmal kurz hier umschauen. Wenn nicht, muss ich meine Waffe wieder nehmen, dass ich das Sniper doch lieber mitnehme. So. Ne, oh, Pappgun. Ne, das wäre natürlich auch jetzt eine Möglichkeit. So, komm. Nimm ich die Pappgun mit. Mal kicken. Ja. Betritt die Hall of Heroes. Machen wir doch. Oh, Bereich verlassen. Klar. So. Cornelius Slade, der Mann war schon immer halb nah, halb Held. Ich war mir nie sicher, welche Seite gefährlicher war. Mhm. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Tipp, nutze Beherrschung, um das Wohlwollen deiner Gegner zu erringen. Ja, das haben wir schon ein paar Mal jetzt ausprobiert. Und war eigentlich ganz erfolgreich, um Gegner da irgendwie... Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier alles mitnehmen. Ihn, der hat gekämpft für unsere Liebe. Kann ich das denn nicht mitnehmen? Doch, ich wollte schon das sagen. Okay, wollte ich jetzt nicht nochmal aktivieren. So, hier geht's gleich los zur Hall of Heroes. Ich suche mal kurz einmal schauen. Da war lag noch einer. Erstmal so ein bisschen hier Munition alles mitnehmen. Und Salz benutzen. Das sieht natürlich immer schön aus. So. Ah, ein Verkaufsautomat. Was hast du denn zu verkaufen? Nicht das Richtige, sagen wir mal so. Aber ein bisschen Money, Money, Money. Genau. Okay, sollen wir jetzt da gleich reingehen? Oder wir gucken erstmal kurz hier. Vielleicht gibt es ja hier noch... Oh, das Leiche. Auch noch untersuchen. Was hat der für ein... Ah, der hat wieder so Sachen. Was haben wir eigentlich für Waffen jetzt da, was wir vergrößern könnten? Präzision Boost. Komm. Annehmen. Ja, anderen Sachen haben wir ja nicht. So, jetzt hat meine ein bisschen mehr Präzision. Okay. Oh, ein Audiolog. Von Captain Cornelius Slade. Wenn das Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slade. Der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Nein, du nicht. Und auch ein Schönheitsübergang. Und du auch nicht. Noch irgendwo was? Nein. Ich wollte gar nicht. Ich bück mich dahin. Und auf einmal. Zack, stehen da so 2 so Typen hier. Auf jeden Fall haben die auch ein bisschen wieder was dabei. So, bevor wir jetzt da reingehen, würde ich sagen, machen wir erstmal eine Aufnahmepause. Ich werde mich erstmal so ein bisschen hier dran gewöhnen an die Hall of Heroes. Was steht da? Hall of Heroes. Aha. Und ja, wir müssen jetzt das elektronische Zeugs da holen. Ah, nochmal kurz einmal benutzen. Genau. Gut, leer gemacht. Ne, gut, wie gesagt, dann würde ich da sagen,
sagen wir bis zum nächsten Mal. Bye bye, Shock Infinite. Mit mir Ingo Viva und der lieben Elisabeth. Und natürlich den David, den ich hier spiele. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oder bis morgen. Tschüss.